So, hallo zusammen. Die Welt der komplexen Zahlen ist mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in der hohen Kunst der Mathematik. Und ja, die Grundmotivation hinter den komplexen Zahlen liegt natürlich darin, dass man die Wurzel aus negativen Zahlen ziehen kann. Ja, das ist möglich durch die imaginäre Einheit i, die definiert ist durch i Quadrat gleich minus 1. Ja, zum Beispiel die Wurzel aus minus 1, das ist i, ja, i Quadrat ist minus 1. Ja, oder auch minus i, ja, minus i zum Klammern, in Klammern zum Quadrat, das ist auch minus 1. Oder was ist zum Beispiel die Wurzel aus minus 4? Naja, die Wurzel aus minus 4, minus 4 ist i Quadrat 4, i Quadrat ist minus 1. Und dann die Wurzel aus i Quadrat 4, das ist die Wurzel aus i Quadrat mal die Wurzel aus 4, das ist i mal 2. Also 2i. Okay? Ja, aber nicht nur Wurzel ziehen aus negativen Zahlen, nicht nur da helfen die komplexen Zahlen, sondern auch bei Integral Berechnungen, ja. Bei komplizierten Integralrechnungen, die man so nicht lösen kann, gibt es zum Beispiel die Residuensätze aus der komplexen Analysis, aus der Funktionentheorie. Oder sie sind auch hilfreich bei Berechnungen von Differentialgleichungen. Oder was meiner Meinung nach sehr schön ist, ist, wenn man mit Kreisbewegungen arbeitet. Wenn man mit Kreisen, einer Kreis Also wenn man mit geometrischen Sachen arbeitet, die mit Kreisbewegungen zu tun hat, das ist zum Beispiel bei ja, astronomischen Sachen oder ja, jegliche Techniken, wo man mit Kreisen zu tun hat, kann man die alle beschreiben mit komplexen Zahlen, mit der komplexen Exponentialfunktion. Ja? Also wir haben einen Radius r und e hoch i phi, dieser Winkel, der ist 2π periodisch. Ja? Und wenn man damit arbeitet, da habe ich jetzt auch selber die Erfahrung gemacht, dass das sehr vieles erleichtert. Ja, nicht nur bei Berechnungen, sondern auch bei theoretischen Sachen haben komplexe Zahlen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es gibt mittlerweile eine eigene Vorlesung über Riemannsche Flächen. Eine Riemannsche Fläche ist eine Fläche, die lokal C ist. Ja, die ist lokal, entspricht sie dem. Also entspricht sie der komplexen Zahlenebene. Oder es gibt eine eigene Vorlesung über komplexe Analysis. Ja, die Vorlesung nennt sich Funktionentheorie. Oder auch, wenn man tiefgründige Sachen in der, also zum Beispiel in der theoretischen Physik, ja, in der Quantenmechanik, wenn man, also machen wir eine kleine Geschichtsreise. Ins Jahr 1926 hat der österreichische Physiker Schrödinger zum ersten Mal die Schrödinger-Gleichung aufgestellt. Also die Gleichung ist ja die zentrale Gleichung in der Quantenmechanik. Und also in der Gleichung kommen die Wellenfunktion und den Hamilton-Operator vor und da taucht auch die imaginäre Einheit i auf. Ja? Das heißt, wenn man die Gleichung schon verstehen möchte, dann er sollte mal die komplexen Zahlen schon verstehen. Und ja, wir sehen, dass es eigentlich eine sehr große Interesse gibt, sich mit den komplexen Zahlen schon auseinanderzusetzen. Und aus diesem Grund starten wir eine Reise mit ganz tollen und ja, sehr interessanten Übungsaufgaben aus dem Bereich der komplexen Zahlen. Ich habe das jetzt kategorisiert in fünf Gruppen, also fünf Aufgabenbereiche. Und hier jetzt im ersten Video, da starten wir damit, dass wir dass wir komplexen Zahlen in Koordinatenform umrechnen können in Polarform. Also wie macht man das bestmöglichst? Und dass wir jede komplexe Zahl zerlegen können in Real- und Imaginärteil. Ja, da gibt es ein paar Techniken, die wir uns dann anschauen werden. Und die Videos sind relativ lang geworden, das muss ich zugeben, aber das liegt darin, weil ich die Aufgaben sehr detailliert bespreche. Ich werde auch an manchen Punkten dann etwas auch allgemein erklären, wo ich meine, das jetzt zu verstehen, das ist sehr wichtig.
Und ich werde jetzt nicht einfach die Aufgaben lösen, sondern versuchen, tiefgründig die Aufgaben auch zu verstehen, weil das erfordert Zeit, deshalb sind die Videos so ein bisschen länger geworden. Aber die Zeit muss man sich eben nehmen, wenn man die Sachen verstehen will. Und das Schöne ist, wenn man es einmal verstanden hat, dann braucht man das an sich nicht auswendig lernen. Aber dann muss man sich eben die Zeit, die Geduld, sich eben für solche Sachen nehmen. Ja, im ersten Teil werden wir eben jetzt das machen, was ich beschrieben habe, von Koordinatenform auf Polarform switchen. Also das Verstehen, was ist überhaupt die Polarform? Wo spielt Sinus, Cosinus eine Rolle? Das werden wir uns alles anschauen. Und Real- und Imaginärteil aufsplitten. Dann im zweiten Teil werden wir uns Gleichungen anschauen. Es gibt einen wunderbaren Satz aus der Algebra, der nennt sich Fundamentalsatz der Algebra. Der sagt, dass jedes nicht konstante Polynom hat in C eine Lösung, mindestens eine Lösung. Und wir werden uns Gleichungen anschauen, wir werden uns Nullstellen von Gleichungen anschauen mit den komplexen Zahlen und werden sie auch zeichnen. Und ja, das werden wir lösen im zweiten Teil. Und im dritten Teil werden wir uns Mengen in der komplexen Zahlenebene uns anschauen, versuchen Mengen zu verstehen und wie sie aussehen. Ja, wir werden Mengen zeichnen. Manchmal ist das sehr offensichtlich, aber manchmal ist es nicht offensichtlich, da muss man ein bisschen rechnen, um die Menge überhaupt zu verstehen. Und im vierten Teil, da werden wir uns Beweisaufgaben anschauen. Die sind nicht schwer. Das sind Relationen, Identitäten, Gleichungen, werden wir uns beweisen. Aber auch da werden wir uns wisst ihr, jede Gleichung ist auch ein Statement, das ist eine Aussage. Wenn da irgendwas steht, das fällt nicht so aus dem Himmel irgendwie. Manche Sachen sind sehr abstrakt, da denkt man sich, wo kommt das jetzt her? Aber manche Sachen sind auch geometrisch ziemlich offensichtlich. Und das werden wir uns dann im vierten Teil anschauen. Da werden wir Beweise uns anschauen. Und im fünften Teil gibt es dann schöne Induktionsaufgaben, Induktionsbeweise. Und ja, wenn man Induktionsbeweise mit den komplexen Zahlen hat, dann macht man meistens eine Fallunterscheidung. Nicht immer, aber meistens, weil i Quadrat minus 1 ist. Da spielt es eben eine Rolle, ist die natürliche Zahl gerade oder ungerade. Ja. Das sind die fünf Bereiche, wo ich meine, wenn man das verstanden hat, dann ist man, was komplexen Zahlen anbelangt, gut dabei. Und alles andere, was danach aufbaut, das sind dann so Sachen wie komplexe Lösungen einer Differentialgleichung oder bestimmte Sachen aus der Funktionentheorie, ja, aus der komplexen Analysis. Und dann kann man, da gibt es ja noch viel, viel tiefgründigere Sachen. Okay, aber das sind so die Basics, die für jedermann eigentlich wichtig ist, der mit Mathematik irgendwie zu tun hat. Okay, ich werde jedes Mal die Aufgaben zeigen, so ungefähr 10 Sekunden lang. Und das Beste ist natürlich, ihr drückt auf Pause, weil es ist ja, Mathematik zu lernen ist ja wie Schwimmen. Ich lerne das nicht, wenn ich jemandem zuschaue, wie er schwimmt, sondern ich muss selbst ins Wasser und das probieren. Und danach, also das Beste ist, ihr drückt auf Pause und probiert das selber. Und danach könnt ihr euch die Lösungen anschauen. Okay, dann viel Spaß. So, dann schauen wir uns die Aufgaben jetzt genauer an. Hier bei der Aufgabe 1, gegeben sind zwei komplexe Zahlen, z1, 1 plus i und z2, die Wurzel aus 3 plus i. Beide komplexen Zahlen, die sind gegeben in Koordinatenform. Ich habe die hier gezeichnet. So, hier ist z1, 1 plus i und z2, Wurzel aus 3 plus i. Wurzel aus 3, das ist ungefähr so 1,73. Und hier bei der Teilaufgabe A, da sollen wir beide komplexen Zahlen angeben in Polarform. So, was heißt das? Das bedeutet, man kann jede komplexe Zahl hier mit dem Abstand, also mit dem Radius, mit dem Abstand zum Ursprung angeben und diesen Winkel hier. Ja, und dieser Winkel, der wird ja üblich notiert mit Phi. Und dasselbe auch mit Z2 hier.
Und das sollen wir hier bei der Teilaufgabe A machen. Wir sollen beide in Polarform angeben. Ja, den Abstand, also den Betrag hier rauszufinden, das ist ja sehr simpel. Das ist nach Pythagoras einfach die Wurzel aus Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat. Machen wir das auch gleich. Also bei Z1. Naja, das ist Wurzel aus 1 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat, das ist die Wurzel aus 2. So, jetzt beim Winkel, genannt das Argument, das ist manchmal, ja, da muss man aufpassen, bei welchem Zweig man ist, weil der Arkus Tangens ist mehrdeutig. Ja, das ist eben abhängig vom Zweig. Und jetzt bei uns der Winkel Phi, das entspricht dem Hauptwert des Arguments. Das bedeutet zwischen minus Pi und Pi. So dieser Winkel, der ist 2π periodisch. Ja, also meiner Meinung nach darf man niemals vergessen, weil, also wenn man das weiß, dann ja, ist der Rest eigentlich. Also das Wichtigste ist zu wissen, was ist Pi. Das ist eine Definition. Dazu werde ich auch dann gleich kommen. Pi entspricht hier 180 Grad. Ja, das ist dann auch die Nullstelle, also Cosinus von 0 ist 1. Und dann ist es hier, also Sinus von 1 ist 0. Entschuldigung, Sinus von 0. Sinus von 0 ist 0. Und dann ist es wiederum eine Nullstelle bei Pi hier. Und Pi entspricht 180 Grad. So, wenn man das weiß, dann weiß man eigentlich schon sehr viel, weil dann ist die Hälfte, also hier I, hätte dann den Winkel Pi halbe. Ja? Pi ist 180 Grad, dann ist 90 Pi halbe. Und Z1 liegt hier sehr schön bei 1 plus i. Das heißt, das ist hier 45 Grad und 45 Grad ist dann Pi Viertel. So, das ist sehr einfach. Das heißt, wir können sagen, Z1 ist, also die Polarform hat immer r mal e hoch i Phi. Das ist in dem Fall jetzt für Z1 die Wurzel aus 2 mal e hoch i Pi Viertel. Okay, das ist dann auch die Lösung für Z1. So, was ist jetzt mit Z2? Naja, den Betrag, den kann man relativ schnell wieder ausrechnen. Das ist wieder sehr simpel. Das ist Wurzel aus 3 zum Quadrat. Das ist 3 plus 1 zum Quadrat plus 1. Daraus die Wurzel. Wurzel aus 4, das ist 2. Das heißt, die Länge hier ist 2. So, was ist jetzt mit dem Winkel? Naja, wie man den herausfindet, also das Argument, wir sind hier oben, das ist gut, also man kann mit dem Arcus Tangens arbeiten, man kann immer mit dem Arcus Tangens arbeiten, man muss eben sich nur überlegen, wo man liegt, ja. Das ist immer Arcus Tangens vom Imaginärteil durch Realteil. So, das heißt 1 durch die Wurzel aus 3. So, jetzt ist die Frage, was ist das? Das kann man im Taschenrechner sich vielleicht anschauen oder ja, die Frage ist, wie findet man das heraus? So bevor wir vielleicht mal das ausrechnen, würde ich kurz allgemein sagen, wie man das am geschicktesten macht. Zunächst mal ist wichtig, e hoch i Phi. Also die komplexe Exponentialfunktion hier. Das ist ja, also mit dem Radius 1 jetzt, das ist ja jetzt der Einheitskreis. Hat als Realteil, das ist Cosinus von Phi. Und als Imaginärteil, das ist Sinus von Phi.
Das ist die Formel von Euler. Aber wenn man sich das so definiert, dass der Realteil davon der Kosinus ist und der Sinus davon, der Imaginärteil der Sinus, dann ist das eigentlich schon geschenkt, diese Formel. Das erkläre ich gleich, weil das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, bei e hoch i Phi ist der Realteil Cosinus und der imaginäre Teil Sinus. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Dazu komme ich gleich. Das wiederholen wir kurz. Das, was wir wollen, ist, dass wir diesen Winkel best, also dass wir diesen Winkel im richtigen Zweig bestimmen können, wie man darauf kommt. Und hier sieht man dann, mit dieser Formel von Euler kann man jetzt das so machen. Das heißt, jetzt für C2 gilt 2 mal Cosinus vom Winkel. Ich nenne das jetzt Phi, ist Wurzel aus 3, Realteil. Und 2 mal Sinus Phi. Das ist 1, Imaginärteil. Das bedeutet, also ich setze das hier in Klammern, was ich hier mache. Das bedeutet, Cosinus von Phi ist Wurzel aus 3, halbe. Und Sinus von Phi ist 1/2. So, und von diesen beiden, also mit Arcus Cosinus und Arcus Sinus, kann man eben ausrechnen, dass dieser Winkel Phi, das ist Pi Sechstel. Also entweder kennt man das, weil man schon sehr viel Erfahrung hat mit trigonometrischen Funktionen, oder man rechnet sich das eben aus. Ja, also mit Arcus Cosinus, Arcus, also mit den inversen Funktionen. Und dann haben wir als Winkel hier Pi Sechstel. Pi Sechstel. Dieser Winkel. Ja? Und Pi Sechstel, wie viel Grad ist das? Naja, Pi ist 180 Grad, geteilt durch 6, das entspricht 30 Grad. So, dann können wir auch sagen, was C2 ist. Also in dem Fall ist es war einfach, da kam Pi Sechstel raus. Ich erkläre gleich, wie man das allgemein am besten macht. So, das heißt, C2 ist 2 mal e hoch i Pi Sechstel. So, wie macht man das jetzt am besten? So, das möchte ich jetzt anhand von Beispielen machen. Ich zeichne uns eine komplexe Zahlenebene. I minus 1 minus i. Und wir betrachten jetzt vier komplexe Zahlen. Hier 1 plus i minus 1 plus i minus 1 minus i 1 minus i. So, diese vier komplexen Zahlen. Und wir, also die Länge von denen, das ist jeweils Wurzel aus 2. Was ist den Winkel anbelangt? Gilt jetzt Folgendes. Jetzt sehen wir, dass es abhängig vom Zweig ist. Der Arcus-Tangens ist eben mehrdeutig. So, der Arcus-Tangens hier für 1 plus i, das ist Imaginärteil durch Realteil, 1 durch 1, Arcus-Tangens davon. Das wissen wir, das ist Pi Viertel. Ja, das ist 45 Grad. Pi. Okay. So, jetzt berechnen wir es für den. Das ist für 1 minus i. Das heißt, Arcus Tangens von minus 1. Imaginärteil minus 1. Durch. Nein, was erwarten wir? Wir erwarten minus Pi Viertel, weil wir starten hier 0 bis Pi und der Hauptwert des Arguments. Das entspricht zwischen minus Pi und Pi, dann geht man also für den oberen Teil von 0 bis Pi und für den unteren Teil einfach ins Negative hier von 0 bis minus Pi.
Und hier, das heißt, das ist minus 45 Grad, also minus Pi Viertel. Okay, ist negativ. So, für den dritten, für den hier, das hat als Imaginärteil 1, als Realteil minus 1. Und hier gibt der Taschenrechner auch minus Pi Viertel. Oder je nachdem, wenn man hier rechnet, kann man auch auf minus Pi Viertel. Aber das stimmt halt nicht, weil minus Pi Viertel wäre dann hier nach unten. Aber wir wollen das hier haben. Das heißt, das Erste, man muss sich überlegen, wo liegt die komplexe Zahl? Und wenn so etwas rauskommt, also wenn wir nach unten gehen, dann verschieben wir das einfach um Pi. Ja? Wir verschieben das um Pi. Wir verschieben das um Pi. Und was rauskommt, ist 3 Pi Viertel. Und das ist dann auch genau dieser Winkel. Das ist 3 Pi Viertel. Ja? Das ist, wie viel Grad entspricht das? Naja, das ist 90, 180, 90 plus 45, das ist 135 Grad. Das heißt, man überlegt sich, wo liegt die komplexe Zahl, was kommt raus und dann muss man eben nur noch verschieben. Und hier, wenn man zum Beispiel den Arcos-Tangens anschaut von dieser Zahl, das ist dann Arcos-Tangens von minus 1 durch minus 1, da kommt man auch durch Rechnung auf Pi Viertel, also durch den Taschenrechner. Und das passt auch nicht so ganz, weil Pi Viertel ist dann dieser Winkel. Wir wollen aber das, das heißt, wir gehen nach oben, wir verschieben das nach unten, wir machen dann minus Pi. Pi Viertel. Minus Pi gibt dann minus 3 Pi Viertel. Minus 3 Pi Viertel. Passt. Okay, also so mache ich das eigentlich. Entweder rechne ich es mit Cosinus Sinus, mit den realen Imaginärteilen, wie mit dem Radius. Oder ja, hier und da muss man eben schauen, wie man da eben verschieben muss oder nicht. Gut, bevor, also das hier setze ich vielleicht so. Kann ich vielleicht ein? Okay. So, bevor wir die Aufgabe B anschauen, möchte ich kurz zu der Formel von Euler was sagen. Die Aussage sollte man auf jeden Fall verstehen, was das bedeutet. Auf jeden Fall. Das darf man nie vergessen. So, schauen wir uns das mal an. Schauen uns wieder eine komplexe Zahlenebene an. So, e hoch i phi ist hier, also hier ist 1. I minus 1 minus I ist hier der Einheitskreis, ja? Also das ist E hoch I Phi. Phi ist dann der Winkel. So, E hoch schauen wir es hier hin. E hoch. Wir werden gleich sehen, warum ist der Realteil Cosinus? Warum ist der Imaginärteil Sinus? Versuchen wir das zu verstehen. Wir sehen hier e hoch Pi, e hoch i Pi ist minus 1. Das ist äquivalent zu e hoch i Pi plus 1 gleich 0. So, diese Gleichung, das habe ich schon ein paar Mal gehört, ist für manche die schönste mathematische Gleichung, die es gibt. Warum? Da haben wir Pi drin, wir haben die komplexen Zahlen drin, wir haben das neutrale Element bezüglich der Multiplikation drin und wir haben das neutrale Element bezüglich der Addition drin. Und wir haben hier auch e
Und für manche ist das ja die schönste Gleichung, die es gibt. Aber es gibt auch wiederum welche, die sagen, naja, das ist eigentlich nicht unbedingt eine Gleichung, sondern das ist einfach eine Definition. Eine Definition von Pi. Wenn ich einfach um Pi hier gehe, mein Winkel, dann bin ich halt bei minus 1. Das wurde so festgelegt. Naja, nur eine kleine Randbemerkung. Und ja, versuchen wir das zu verstehen. Also erstmal, warum ist der Realteil davon Cosinus, der imaginäre Sinus? Und warum ist es sinnvoll, das zu verstehen? Weil man sich vieles erleichtert im Leben. So, e hoch, i phi. Jetzt brauchen wir ein bisschen Analysis-Skills. Und zwar die Reihendarstellung von e. So, das ist einfach die Reihendarstellung. Und wir wissen, dass i Quadrat gleich minus 1 ist. Dann splittet man das auf in gerade und ungerade Terme. Bei den ungeraden Termen ist i immer mit dabei. Und bei den geraden eben nicht, wegen i Quadrat gleich minus 1. Und bei den ungeraden muss man dann noch ein Indexshift machen. Und wenn man das macht, ist das Ergebnis folgendes. So, das sind die geraden Terme. Es kommt eben ein Vorzeichenwechsel wegen i Quadrat gleich 1. Und hier ebenfalls, also wir haben noch ein Index-Shift gemacht. Ebenfalls ein Vorzeichenwechsel. Phi hoch 2k plus 1 durch 2k plus 1 Fakultät. Und dann sehen wir, das hier ist die Reihendarstellung vom Cosinus und das ist die Reihendarstellung vom Sinus. Also wenn man sich das überlegen will, warum das stimmt, dann schaut man sich die Reihendarstellung an. Und wenn man das versteht, also start mit, also wenn hier etwas wandert auf dem Kreis, dann ist der Realteil, also wir sind zum Beispiel hier, dann ist das Cosinus von diesem Winkel, also das ist Cosinus von Phi, und dieser Punkt hier, das ist I mal Sinus Phi. Und dann weiß man, Cosinus von 0, also wenn der Winkel 0 ist, ist 1. Und Sinus von 0 ist 0. Und dann weiß man ja auch, wie die aussehen, ja? Das wird jetzt ein bisschen eng hier unten, aber ich versuche das trotzdem noch gut zu machen. So zeichnen wir, weil dann, wenn man das versteht, dann man braucht das gar nicht auswendig lernen. So hier. Cosinus, zeichnen, wie sieht Cosinus und Sinus aus? Naja, Cosinus von 0 ist 1. Cosinus von Pi halbe, also der Realteil, der wird bei Pi halbe 0. Dann bei Pi minus 1. Dann bei 3 Pi halbe 0. Bei 2 Pi 1. Und dann so weiter. Und dann haben wir diese 2 Pi-Periode. Okay? So, das heißt, Pi halbe, das sind interessante Werte. Pi, 3 Pi halbe, 2 Pi und so weiter. Man kann es auch ins Negative geben. Also in die andere Richtung. So, das heißt, Cosinus von 0 ist 1, Cosinus von Pi halbe ist ja 0, der Realteil. Bei Pi war es minus 1. Und dann hier. Und dann wieder hier. Und dann ist es periodisch. Das heißt, so sieht Cosinus aus. Wunderbar. So, was jetzt mit Sinus? Naja, Sinus von 0 ist 0. Ja, der Imaginärteil ist ja 0. Dann bei Pi halbe wird es 1. Bei Pi wird es wieder 0. Bei 3 Pi halbe wird es minus 1. Und bei 2 Pi wieder 0.
heißt, das ist Sinus. So, das ist Sinus, das was hier grün ist. Und das ist hier Cosinus. Und wenn man das verstanden hat, also hier Pi wurde dann eben so definiert, ja, das ist hier die Nullstelle. Im Sinus wieder, also diese 180 Grad hier. Und wir werden später, das ist im vierten Teil, werden wir die Additionstheoreme, die bekannt sind, werden wir beweisen. Oder auch die Verhältnisse zwischen Sinus und Cosinus, die werden hier dann vollkommen klar. Also zum Beispiel Cosinus von minus x ist Cosinus von x. Das ist die Symmetrie. Vollkommen klar. Auch hier, der Realteil, der wandert ja immer hier rum. Also der Realteil von einem Winkel und vom Minuswinkel, der ist gleich. So, was passiert beim Imaginärteil? Wie ist das Verhältnis, wenn man den Winkel ins Negative geht? Ja, dann ist der Unterschied nur ein Vorzeichen. Ja? Das heißt, Sinus von x ist minus Sinus von minus x oder Sinus von minus ist minus Sinus x. Das ist dasselbe. Oder ein anderes Verhältnis ist, man sieht hier, wenn man Cosinus verschiebt um Pi halbe, hat man Sinus. Und das sind genau diese ganzen Gleichungen, diese Verhältnisse, die man irgendwo liest oder irgendwo auftaucht. Ja, ist auf einmal ziemlich klar. Okay, das war eine kurze Wiederholung und ja, ich hoffe, dass es euch auf jeden Fall hilft. Das ist meiner Meinung nach etwas, das sollte man auf jeden Fall verstanden haben. Gut, dann machen wir mit den Aufgaben weiter. So, hier die Teilaufgabe B. Sollen wir den Real- und Imaginärteil von den Konjugationen ausrechnen, den jeweiligen? Dann der Multiplikation Z1 mal Z2 und Z1 durch Z2. Erstmal ohne die Polardarstellung zu verwenden, weil wenn man die Polardarstellungen verwenden darf, dann ist es eigentlich sehr schnell getan. Und ohne muss man es eben ausrechnen. Naja, gut. Schauen wir uns die Konjugation. Also was ist eine Konjugation? In der Zeichnung, eine Konjugation ist einfach die Spiegelung an dieser Achse hier. Das heißt, Z1 konjugiert hier. Was passiert ist einfach, beim Imaginärteil kommt ein Vorzeichen rein, also Vorzeichenwechsel. Und Z2 ist dann hier. Und beim Winkel, der wird einfach ein Minus. Wenn hier Pi Viertel ist, wird es minus Pi Viertel. Pi Sechstel wird dann minus Pi Sechstel. Wir gehen einfach in die andere Richtung. Ja? Und wenn es hier unten wäre, dann wird aus minus Pi Viertel Pi Viertel. Genau da, das ist Z2 konjugiert. Und naja, das ist eigentlich jetzt, das ist jetzt ziemlich einfach. So, Z1 Konjugation, das ist 1 minus i. Ja, und wenn man jetzt mit der Polardarstellung arbeiten möchte, dann ist es Wurzel aus 2 mal e hoch minus i Pi Viertel. Ja, warum? Warum sind die Dinger gleich? Die müssen gleich sein. Ja. Warum? Naja, das ist Wurzel aus 2 mal, so, Formel von Euler. Cosinus von minus Pi Viertel plus i mal Sinus minus Pi Viertel. So, Cosinus von Pi Viertel, wir kennen ja die Symmetrie, ist Co, ist hier Cosinus Pi Viertel. Wir wissen auch, beim Sinus kommt eben dieser Vorzeichen rein, ja? Die Symmetrie vom Sinus. Naja, und Cosinus von Pi Viertel. Naja, Pi Viertel ist 45 Grad. 45 Grad, ja.
Aber am Einheitskreis hier, wenn wir 45 Grad hier gehen, dann ist das hier genau 1 durch die Wurzel aus 2. Also das ist 1 durch die Wurzel aus 2. Ja, also das ist einfach hier am Einheitskreis. Wie würde man den Kosinus finden? Das ist also der Realteil. Hier, das ist der Realteil und der Imaginärteil. Und hier haben wir die Länge, das ist Wurzel aus. Also die Länge. Nein, Entschuldigung. Die Länge ist 2. Entschuldigung, am Einheitskreis ist die Länge immer 1. Diese Länge, das ist, nennen wir es mal x und das ist y. Und Cosinus von Phi und hier ist Sinus Phi. Das ist hier, kurz überlegen, was ist das? Das ist x durch r, y durch r. Genau. So macht das Sinn. So, sprich, Ankathete, Hypotenuse, Gegenkathete, Hypotenuse. Genau, das ist die Formel, die man aus der Schule lernt. So, hier haben wir 1 durch die Wurzel aus 2. Und bei hier, das ist ein besonderer Wert, denn da sind beide gleich. Das ist 1 durch die Wurzel aus 2. Ja, bei Pi Viertel sind beide gleich. Und dann hat man genau 1 minus i. Genau, und jetzt kann man das für alle anderen auch machen. Naja, für C2 konjugiert. Das ist einfach Wurzel aus 3 minus i. Das ist aber dasselbe wie 2 mal e hoch minus i Pi Sechstel. Aus demselben Grund wie hier für Z1. So, was ist jetzt Z1 mal Z2? Naja, mit der Polardarstellung ist es eigentlich einfach. Machen wir es kurz ohne. Das heißt 1 plus i mal Wurzel aus 3 plus i. Naja, einfach ausmultiplizieren. Wurzel aus 3 plus i plus Wurzel aus 3 mal i plus i Quadrat, also minus 1. Das heißt Wurzel aus 3 minus 1 plus i. So, die Imaginärteile in eine Klammer, das heißt 1 plus die Wurzel aus 3. So, was bei der Multiplikation passiert, machen wir es mit der Polardarstellung. Da sieht man das eigentlich recht schön. Da haben wir Wurzel aus 2 mal e hoch i Pi Viertel mal 2 mal e hoch i Pi Sechstel, das ist die Wurzel aus 2 mal 2 mal e hoch. So, und jetzt die Winkel, die werden einfach zusammengerechnet mit Plus. Gut, wenn hier minus Pi Sechstel wäre, dann wäre Pi Viertel minus Pi Sechstel. So, das heißt i mal in Klammern Pi Viertel plus Pi Sechstel. So, das heißt, hier die jeweiligen Radien hier, die werden multipliziert. Das heißt hier, das wird verlängert oder verkürzt, je nachdem, wie groß der Radius hier ist. Und dann um den Winkel noch gedreht. Das heißt, die Multiplikation hier multipliziert die Radien, also das, was rauskommt. Und dieser Winkel, also diese komplexe Zahl wird um diesen Winkel nochmal gedreht. Ja, die Winkel addieren sich. Das ist das, was eine Multiplikation eben macht.
Und das ist hier in dem Fall, wurzel aus 2 mal 2 mal e hoch i, naja, gemeinsamer Nenner, das ist 12, 3 Pi und hier 2 Pi, das heißt 5 Pi Zwölftel. Pi Zwölftel. Und das kommt hier raus. Genau, und das ist auch dasselbe wie das. Ja, man kann, wenn man sich überlegen möchte, ja, warum stimmt das? Man kann das wieder aufsplitten. E hoch i, ein Winkel, ist ja Cosinuswinkel plus i Sinuswinkel. Das ist dasselbe wie Wurzel aus 2 mal 2 mal Cosinus 5 Pi Zwölftel plus i mal Wurzel aus 2 mal 2 mal Sinus 5 Pi Zwölftel. Und dieser Teil, das ist Wurzel aus 3 minus 1 und dieser Teil ist 1 plus Wurzel 3. Das ist richtig, das stimmt. So, dann haben wir noch den Quotienten. Das kommt jetzt auf die Rückseite. Haben wir den Quotienten. Wir haben Z1 durch Z2, das heißt 1 plus i geteilt durch Wurzel aus 3 plus i. Naja, was machen wir hier? Naja, hier gibt es eigentlich eine goldene Regel. Man erweitert immer um die Konjugation vom Nenner, weil sich dann der Nenner, also dieses i im Nenner, das stört. Und das i im Nenner, das kriegen wir weg, indem wir mit der Konjugation es erweitern. Das heißt 1 plus i mal Wurzel aus 3 minus i ist Wurzel aus 3 plus i mal Wurzel aus 3 minus i. Naja, im Zähler Wurzel aus 3 minus i plus Wurzel aus 3 i. So, das ist jetzt minus i Quadrat. Das gibt mir plus 1. Und hier die trigonometrische Formel, das ist 3 minus i Quadrat ist wieder plus 1. So, jetzt splitten wir das auf in Real- und Imaginärteil. Realteil 1 plus Wurzel aus 3 durch 4. 1 plus Wurzel aus 3 durch 4. Plus i mal Imaginärteil, was haben wir hier? Wurzel aus 3 minus 1. Wurzel aus 3 minus 1 durch 4. Wunderbar. Okay. Jetzt mit den Polarformen. Ist das wieder super einfach? Was passiert? Die Radien geteilt, also Z1 durch Z2, so mal e hoch i und die Radien werden jetzt subtrahiert, nicht addiert. Das heißt Pi Viertel minus Pi Sechstel. Naja, gemeinsamer Nenner ist wieder 12. Das war 3, 2, das heißt ein Zwölftel. Und die Wurzel aus 2 durch 2 ist 1 durch die Wurzel aus 2. E hoch i Pi Zwölftel. Man kann sich eben wieder überlegen, also wieder mit der Formel von Euler, die sind gleich. Ja, also hier wieder Cosinus. Also, ja, das ist eigentlich immer dasselbe. Das schreibe ich jetzt nicht auf. Okay, das war auch die Aufgabe 1. Und ja, jetzt können wir uns die Aufgabe 2 anschauen. Das machen wir jetzt relativ zügig. So, die Aufgabe 2. Wir haben komplexe Zahlen und wir sollen den Real- und Imaginärteil ausrechnen.
So, hier haben wir ein halb minus i mal 3 plus 2i. Das ist einfach ausmultiplizieren. Das sind hier 3 halbe plus i minus 3i minus 2i Quadrat. Naja, dann sehen wir hier, das wird zu plus 2, 3 halbe, also 1,5 plus 2 macht 3,5, das sind 7 halbe. Wie viele Is haben wir? Minus 2. Und das sind wir auch schon fertig. So, die Teilaufgabe B. Wir haben wieder einen Quotienten. 1 plus i durch 2 minus 3i. Naja, beim Quotienten immer erweitern um die Konjugation vom Nenner. 1 plus i mal 2 plus 3i. Und hier im Nenner 2 minus 3i. 2 plus 3i. Was passiert im Zähler? 2 plus 3i plus 2i plus 3i Quadrat, das heißt minus 3. Und hier, das ist 4 minus 9i Quadrat plus 9. So, und dann als Realteil minus 1 15. Minus 1 13. Entschuldigung, 4 plus 3 13. Plus i mal, ja, 5 13. So, vielleicht ein Zusatz. Wenn wir so eine Summe haben, zum Beispiel hier, würde dieser Bruch dran stehen mit plus 2 minus 3i, da macht man einfach erst die Quotienten. Also man würde diesen Quotienten, also man bringt es jetzt nicht auf den gemeinsamen Nenner oder sowas, sondern man rechnet erst diesen Quotienten aus, nimmt das immer mit und am Ende rechnet man das dann aus und was dann rauskommt. Und dann muss man einfach nur die Realteile, muss man einfach die Realteile und die Imaginärteile zusammenrechnen. Das heißt, in dem Fall wäre das 25 Dreizehntel minus 34 Dreizehntel i. So, dann C. Hier hat man jetzt einen Quotienten. Da muss man jetzt ein bisschen mehr rechnen. Aber es ist eigentlich immer dasselbe, was man macht. Naja, erstmal hier ausmultiplizieren im Zähler. Das ist 5 minus i mal, naja, hier mit dem Binom, 4 plus 2i plus i Quadrat, das heißt minus 1. Und hier die Multiplik, also minus i mal 1 plus i, das macht hier minus i Quadrat, das ist 1. Minus 1 mal, minus i mal 1 ist minus i. Und das ist eigentlich relativ klar, was passiert. Hier haben wir 1 plus i mal minus i. Das heißt 1, also wenn man sich das hier vielleicht kurz zeichnet. Also hier ist 1, i minus 1. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen geschmiert. So, hier ist 1 plus i und hier ist minus i. 1 plus i hat der Winkel 45 Grad, Pi Viertel und minus i. Okay, hier. 3 Pi Viertel oder minus Pi halbe, je nachdem. Und das mal das dreht diesen Punkt auf diesen Punkt. Geometrisch vollkommen klar. 1 minus. Okay. Ja, versuchen wir auch ein bisschen zu verstehen, was wir da rechnen. Dann haben wir hier 5 minus i mal 3 plus 2i durch 1 minus i. Ja, man muss es im Zähler erstmal ausrechnen und dann die Konjugation vom Nenner anwenden. Was macht das? Das ist
15, so ich fasse das gleich zusammen. Die Realteile, das passiert immer hier durch i Quadrat. Das ist minus plus 2 plus so minus 2i Quadrat gibt plus 2 plus i. Haben wir hier einmal 10 und hier minus 3. Sprich 7 durch 1 minus i. Jetzt erweitern wir. Das heißt, wir haben 17 plus 7i mal 1 plus i. 1 minus i mal 1 plus i. Das gibt uns 17. Hier wieder plus 7i Quadrat macht minus 7 plus i. Dann haben wir hier einmal 17 und hier 7. 17, 7 durch 1 plus 1. So, dann haben wir hier 17 minus 7 ist 10, durch 2 ist 5. 5 plus i mal 17 plus 7 ist 24, durch 2 macht 12. Wunderbar. So, dann D. Haben wir 1 plus i hoch 7. So, hier gibt es jetzt zwei Arten, was man machen kann. Wenn man eine Potenz hat, dann, also ich würde am besten das erstmal quadrieren. Einmal. Dann sehen wir, das ist 1 plus 2i minus 1, also 2i. Naja, dann weiß ich, 1 plus i7 hoch 7. Das ist einfach hoch 2 dreimal, also hoch 3 und dann noch einmal. Ja? Das heißt, das ist dasselbe wie 1 plus i hoch 2, das Ganze dreimal und dann muss man es noch machen, dreimal. Noch einmal nehmen, dann haben wir es insgesamt siebenmal. Das zum Quadrat haben wir gemacht, das heißt, das ist 2i hoch 3 mal 1 plus i. 2i hoch 3, das ist also 2 hoch 3, das ist 8, 2 mal 2 mal 2, mal i hoch 3, das ist i Quadrat mal i Quadrat ist minus 1, das heißt minus i, 1 plus i, so hier minus 8 i mal i Quadrat, das ist 8, minus 8 i, das sind wir fertig. So, was man machen kann ist, man arbeitet mit, also schreibt man es vielleicht so, oder ja, man kann auch mit der Polardarstellung arbeiten, und zwar 1 plus i, das haben wir jetzt schon gesehen. Das ist Wurzel aus 2 mal e hoch i, pi Viertel hoch 7. Und jetzt ist es so, dass e hoch i phi hoch n ist e hoch i n phi. Das kann man, das ist einfach zu beweisen. Sollte mit der vollständigen Induktion funktionieren. Wer das möchte als Übung, kann das nochmal probieren. Naja, das ist dann einfach Wurzel aus 2 hoch 7 mal e hoch i 7 Pi Viertel. Und das ist exakt dasselbe, weil man kann hier sich ausrechnen, Wurzel aus 2, also so wie vorhin, haben wir schon ein paar Mal gesehen, das ist 7 Pi Viertel plus i mal, Entschuldigung, Wurzel aus 2 hoch 7, mal Sinus 7 Pi Viertel. Und das ist, kann man ausrechnen, die sind gleich. Also das ist 8. Das ist, sieht nicht so aus, aber es ist in der Tat 8. Und das ist in der Tat minus 8. So, dann haben wir noch die Teilaufgabe E und F. So, also die Teilaufgabe E.
Das ist 1 minus i durch 1 plus i. Dasselbe Spiel nochmal. Erweitern um die Konjugation. Wir sehen, dass es eigentlich immer dasselbe ist. Hier, Binom gibt uns 1 minus 2i plus i Quadrat, das ist minus 1. Durch 1 plus 1, das heißt durch 2. Und was übrig bleibt, ist minus 2i durch 2 ist minus i. Das heißt, 1 minus i durch 1 plus i ist minus 1. Und hier bei der f, da haben wir 1 plus i durch 1 minus i zum Quadrat. So, wir sehen hier, das ist eigentlich der Kehrwert von dem, das nutzen wir hier auch aus. Das ist 1 durch 1 minus i durch 1 plus i. Ja, das ist dasselbe. Und das im Nenner kennen wir von e, von Teilaufgabe e. Das ist 1 durch minus i, das Ganze zum Quadrat. Zähle und Nenner einzeln quadrieren. Das heißt 1 durch minus i Quadrat. Aus minus wird plus, aus i Quadrat wird minus 1. Das heißt minus 1, also minus 1. Und dann schauen wir uns die dritte Aufgabe an. Aufgabe 3 ist sehr interessant, sehr schön. Aufgabe 3 ist eigentlich jetzt ein Übergang eigentlich zum nächsten Teil. Im nächsten Teil, da schauen wir uns Gleichungen an. Und das ist schon mal so der Übergang dazu. Und bei der Teilaufgabe A, sollen wir sagen, was ist die Wurzel aus i? Was ist das? Also wir wissen, es ist auf jeden Fall eine komplexe Zahl. Und wenn man wissen möchte, was das ist, dann macht man immer folgenden Ansatz. Also es gibt zwei Ansätze, was man machen kann. Entweder man arbeitet wieder mit Polardarstellungen oder nicht. Je nachdem, auf was man Lust hat. Dann haben wir das jetzt mal ohne. Wir können es auch mitmachen. Also Wurzel aus i. Wir machen einen Ansatz und sagen, das ist irgendeine komplexe Zahl. A plus bi. Irgendeine. So, und jetzt müssen wir a und b herauskriegen. Wir müssen jetzt ausrechnen, was sind a und b. Naja, wir quadrieren. Dann ist i a plus bi Quadrat. Was a Quadrat plus 2abi minus b Quadrat ist, weil i Quadrat ist minus 1. Das bedeutet, i ist a Quadrat, also hier aufteilen in real Imaginärteil, minus b Quadrat plus 2abi. Und 2, komplexe Zahlen sind gleich, wenn Realteil und Imaginärteil gleich. Das bedeutet hier, a Quadrat minus b Quadrat ist 0, weil hier ist kein Realteil. Und 2ab muss sein 1. Naja, und jetzt ist es relativ einfach. Diese Gleichung sagt, a Quadrat ist b Quadrat, das heißt a ist plus minus b. Wenn wir das jetzt hier einsetzen, dann wissen wir, plus minus, also zum Beispiel für b setzen wir jetzt ein, dann wissen wir plus minus 2a Quadrat ist 1, das heißt a ist plus minus die Wurzel aus 1/2, das heißt die Wurzel aus 1 durch Wurzel aus 2, also die 1 durch die Wurzel aus 2, plus minus. Und daraus folgt, Wurzel aus i, das ist 1 durch die Wurzel aus 2 plus i mal 1 durch die Wurzel aus 2. Also man kann 1 durch die Wurzel aus 2 auch ausklammern. Oder es ist eben mit Minus. Oder minus 1 durch die Wurzel aus 2
1 plus i. Je nachdem. Genau, was man hier auch noch machen kann, ist, man kann es auch mit der Polar. Also das ist dann etwas, was wir im nächsten Teil sehr oft machen werden. Mit der Polardarstellung zu arbeiten. Wir sagen, also i ist ja e hoch i pi halb, ja, das ist um 90 Grad. Und dann wollen wir wissen, was ist die Wurzel aus i? Wir suchen, also Radius ist 1, das bleibt dann. Und wir suchen eine komplexe Zahl, e hoch i phi, sodass e hoch i phi zum Quadrat ist i. Das heißt, e hoch i pi halbe ist e hoch i phi zum Quadrat. Und das ist e hoch i 2 phi. So, das heißt, wir brauchen jetzt diesen Winkel. Das heißt, Pi halbe ist 2 Phi, aber wir haben ja eine 2 Pi-Periode. Das heißt, 2 Phi ist Pi halbe, ja? Aber wir haben noch die Periode. 2k mal Pi-Periode. Ja, dieser Winkel ist ja 2 Pi periodisch. Und wir wollen wissen, was ist Phi? Wir teilen durch 2, dann haben wir Pi Viertel plus k mal Pi, k aus z. Naja, und dann sehen wir, wenn k gleich 0 ist, dann haben wir e hoch i Pi Viertel, was genau diese Zahl ist hier oben. Also das entspricht das. Und für k gleich 1 haben wir e hoch i Pi Viertel plus Pi, ja, also 4k gleich 1. Das ist mit dem gemeinsamen Nenner i 5 Pi Viertel, 5 Pi Viertel, und das ist genau diese Zahl. Und für k gleich 2 haben wir dann wieder das, 4k gleich 3 das, 4, 5. Das heißt, im Endeffekt haben wir nur diese beiden Lösungen. Genau, so kann man das auch machen. Das werden wir im nächsten Teil, nächsten Übungsteil sehr, sehr oft machen. Weil das verwendet man eigentlich sehr oft. Okay. B, was ist i hoch i? Das ist jetzt interessant. Was ist jetzt i hoch i? So, i hoch i. Naja, wir wissen, was ist i? I ist ja i hoch i pi halb, ja? 90 Grad. Und das Ganze hoch i. Das heißt, das ist e hoch i Quadrat pi halbe. Das heißt, das ist e hoch minus pi halbe. Und e hoch minus pi halbe, das ist eine reelle Zahl. Das heißt, i hoch i ist eine reelle Zahl. Das könnte man noch beweisen. Also vielleicht als Übungsaufgabe stellen, beweise, dass i hoch i eine reelle Zahl ist, einfach ausrechnen. Und das ist, also das ist die e-Funktion, die man kennt. Ja, das ist irgendwie 0,207 irgendwas. Okay, c, die i-te Wurzel aus i. Wir meinen jetzt exakt dasselbe. Exakt dasselbe wie bei b. Wir wissen, was ist i? Das ist e hoch i pi halbe. Und die i-te Wurzel heißt einfach hoch 1 durch i. Ja, also die Quadratwurzel ist ja hoch 1 halb. Die dritte Wurzel wäre hoch 1 Drittel. Die i-te Wurzel hoch 1 durch i. Und wir sehen, die i's kürzen sich weg. Was bleibt übrig? E hoch pi halb. Und e hoch pi halbe, das ist auch eine reelle Zahl. Das ist 4,81 irgendwas. Das heißt, hier könnte man auch die Übungsaufgabe stellen. Beweise die Wurzel aus. Die i-te Wurzel aus i ist eine reelle Zahl. So, jetzt die letzte Teilaufgabe d. Da sollen wir jetzt etwas
potenzieren, und zwar n. So, die Wurzel aus 3 plus i hoch n für n natürliche Zahlen. Naja, Wurzel aus 3 plus i kennen wir aus Aufgabe 1. Also wenn wir Potenzen haben, hochnehmen, am besten immer mit der Polardarstellung arbeiten. Aus der Aufgabe 1a wissen wir das. Das ist 2 mal e hoch i pi Sechstel hoch n, weil das ist 2 hoch n mal e hoch i pi Sechstel n. Ja, und was hier eigentlich passiert ist, schauen wir uns vielleicht das auch noch ganz kurz an. So, wir haben hier 1 i minus 1 minus i. So, ich Wurzel aus 3i. Wenn das quadriert wird, also hier ist die Länge 2, dann kommt dieser Winkel drauf. Das heißt, das ist 30 Grad. Dann ist es 60 Grad. Länge ist 4. Also 60 Grad. Länge hat sich aber verdoppelt. Dann 90 Grad, Länge ist 8 und dann Länge ist 16, 120 Grad und so weiter. Okay. Gut, dann hoffe ich, dass es euch geholfen hat und euch auch weiterbringt. Und ich hoffe, dass ihr jetzt ein besserer Freund von Polardarstellungen und von Real- und Imaginärteilen seid. Und ja, ich setze einen Punkt und vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.